So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Part 7575. Ich heiße euch hier wieder recht herzlich willkommen, heute mal wieder im ETS. Gestern hat es eine Neuerung gegeben, das DLC Schwerlastpaket. Genau, wo man auch diese ganz großen Schwerlasts fahren kann, mit Überbreite und so weiter. Und das würde ich heute gerne fahren, euch ein bisschen vorstellen, schauen wir mal, ob das hinhaut. Ich habe auch jetzt meinen Scania auch mal gemacht. Genau, ich starte ihn jetzt mal schnell, dass ihr mal seht, weil ich habe ein paar Neuerungen festgestellt, wenn man außen geht. Es gibt neue Gelblichter und es gibt auch, wenn ich das Gelblicht anmache, wie ihr seht, vorne Frontblitzer. Das ist wirklich schön. Oben die neuen Lichter. Es gibt zwei verschiedene Balken auf dem Dach oben. Und es gibt ein neues Licht für den Bügel. Genau, ups, ich habe noch den Rückwärtsgang drin. Genau, das ist eine Neuerung, was mir aufgefallen ist am DLC. Und das andere schauen wir uns jetzt miteinander an. Genau, machen wir das Gelblicht wieder aus. Gehen mal in den Innenraum. Und dann schauen wir mal auf dem Frachtmarkt, ob es hier was gibt für dieses DLC. Genau, mal nach München gucken, wo ich stehe. Ah, hier sehen wir schon. Achtung, Schwerlast. Das ist ein Schwerlast-Kesselelement. 6x6 Meter mit 4 Meter und 45 Tonnen. Also das ist schon mal was. Und hier haben wir noch mal eins. Ein Hightech-Gerät mit 6x6 mit 1,2 Höhe. Würde ich sagen, nehmen wir mal die Kesselbritsche. Von München nach Innsbruck. Als Ziel einstellen. Mein LKW ist soweit für das geeignet. Ist ja klar, dass ich den neuen Scania fahre. Könnte auch einen anderen nehmen, ein Vierachser, der vielleicht noch besser geeignet wäre dafür. Aber ich wollte es jetzt mit dem neuen Scania machen. Probieren wir es einfach aus. Ich weiß es nicht, ob es hinhaut, aber normalerweise hoffe ich doch. Dann würde ich sagen, fahren wir mal zur Abladestation hin. Also, was ich jetzt festgestellt habe, es funktioniert scheinbar nur im Moment im Single Player. Und die Pro-Mods, wollte ich gestern auch ausprobieren, waren leider auch weg durch das DLC. Es hat anscheinend ein Software-Update gegeben. Und durch beides waren leider die Pro-Mods weg. Aber schauen wir mal, ob das jetzt ist. Oder ich müsste es ausprobieren, um vielleicht auch andere Mods, was ich drin habe, gehen. Ich habe jetzt keine Mods drin. Ich muss jetzt noch weiter ausprobieren, ob es dann geht. Ich wollte euch jetzt erstmal das DLC mit vorstellen. Genau, ich fahre jetzt mal hin. Genau, hier ist die Firma. Ah, okay, hier ist auch ein neues Zeichen, wie ihr seht. Praktisch mit Überbreite, wie es ausschaut. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Gehen wir mal ein, dass wir unsere Fracht annehmen können. Kesselbrücke, jawohl. Auftrag annehmen. Fahrzeug finde ich es in Ordnung. Die Tanks werden aufgefüllt und Fahrzeiten wiederhergestellt. Okay. Ah, dann kommt ein kleines Video praktisch. Aha. Mit Presse und allem drum und dran. Da wird die Fracht gesichert. Die Presse macht eine Riesenmitteilung scheinbar mit Kamera alles. Das ist ja super. Am Tag sind alles beleuchtet. Man sieht es. Aha, okay. Gut, dann haben wir mal, lesen wir mal. Ja, das wird dann praktisch im Guterwesen angegeben. Rot Spezialtransporte wie dieser halten nicht an roten Ampeln. Ah, okay, cool. Da darf er scheinbar über rote Ampeln fahren. Ah,
muss also zwischen den Fahrzeugen bleiben, nicht von der Route abweichen, keine Tankstellen oder sowas aufsuchen. Außerdem Fahrzeuge scheinbar machen das. Acht auf überholte Spurwechselmanöver. Ah, okay. Ei, okay, da kann man anklicken. Wie gesagt, antun. Also als erstes fährt praktisch das hintere rüber, dann fährt das vordere rüber und dann darf erstmal der LKW praktisch noch rüberfahren. Okay, so sichert man die Spur. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Ganze von außen an. Ja, es ist schon extrem breit. Also, ja, 6 Meter. Ein LKW hat normalerweise 2,50 Meter, 3 Meter in dem Dreh. Und 4 Meter Höhe maximal. Also eine Kabine, schätze ich mal, ist um die 3,50 Meter, je nachdem welche Ausführungen. Da ist schon was dabei. So, und wo sind meine Fahrzeuge? Gut, lassen wir uns überraschen. Dann würde ich sagen, legen wir mal den Gang ein. Tun die Handbremse raus und rollen mal ganz langsam an. Wir haben 212 Kilometer vor uns. Hier links steht die Bresse. Licht haben wir an. Genau. Das Gelblicht anmache. Da steht schon das erste Fahrzeug. Oh, da hat hier einer. Das erste Fahrzeug sperrt schon ab. Und die Polizei auch mit. Da steht das zweite Fahrzeug, das auf mich scheinbar wartet. Ich bleibe jetzt einfach mal in der Außenansicht, dass ihr das seht hier alles. Ah, okay. Hier wird alles abgesperrt. Polizei und so weiter. Oh, man passt gerade durch. Sogar Leute, die Fotos machen, am Zaun stehen, am Straßenrand und zuschauen. Würde ich sagen, fahren wir mal hier mal mit 20, 30 dahin. Ganz schöner Verkehr. Genau, geben wir mal ein bisschen Gas. Spurwechsel, okay. Also wir müssen dann auf die linke Spur. Ich fahre mal im Innenbereich. Ja, ich hab's gemerkt. Ich fahre mal im Innenbereich, da tue ich mich leichter. Ich werde auf der Autobahn dann wieder auf die Außen gehen, dass ihr was seht. Ah, okay. Es wird im Advisor angezeigt. Hier wird mir angezeigt, wo ich fahren muss. Und da winkt einer auf der Seite. Hier würde ich mal sagen, schauen wir mal, dass wir die Kurve gut kriegen. Hier auf der Autobahn steht auch nochmal Polizei und warnt. Das ist ja cool gemacht. Oben wartet auch schon mein Fahrzeug. Genau, hier muss ich scheinbar mal stehen bleiben. Aha, bitte auf hinteres Begleitfahrzeug warten. Da schauen wir mal hier hinten. Polizei steht da, es wartet jeder. Und das Begleitfahrzeug kommt. Das ist cool gemacht hier. Dann würde ich sagen, können wir wieder losfahren. Hoffe ich doch. Also ich habe das Gefühl, sie haben an der Grafik auch noch was gemacht. Schaut doch mal die Bäume und das an, die sind doch ganz anders geworden. Der LKW donnert wieder durch, der nächste LKW donnert durch. Das ist schon okay. Man muss wirklich aufpassen hier mit der Überbreite.
Wir biegen jetzt hier wieder ab. Wie viele Tonnen haben wir jetzt denn eigentlich dran? Wir haben jetzt hier 45 Tonnen. Man merkt jetzt, dass der ganz schön zieht. Hier geht es scheinbar auf die Landstraße. Hier fährt die Polizei an uns vorbei. Ich bleib mal in Außenperspektive, dass ihr mal was seht. Hinter uns ist immer noch das Begleitfahrzeug mit Gelblicht alles. Ja, ist in Ordnung. Spurwechsel steht bevor, okay. Hier warnt auch die Polizei. Also ist in der Außenansicht gar nicht so einfach zu fahren hier. Hinten ist immer noch das Fahrzeug, okay. Wir passen uns mal. Ah, da oben auch wieder Leute auf der Brücke. Habt ihr das gesehen? Blinker setzen. So, dann hoffe ich, dass da keiner kommt. Dann ziehen wir mal rüber. Auflegerschaden, okay. Ich habe doch gar nichts gemacht. Wahrscheinlich von vorher, wo ich da angegangen bin. Das ist möglich. Da steht wieder die Polizei und sperrt ab. Ja, man merkt, dass er schon ganz schön kämpft hier. Vielleicht auch das andere Getriebe nehmen sollen. Ah, okay, der bleibt stehen. So, dann fahren wir mal über Land. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Mal gucken. Ja, wir müssen mit der Leitplanke aufpassen. Gegenverkehr. Ja, sogar die Polizei. Ja, man kann hier nicht einfach 30, 60, 80 fahren. Vor allem nicht in der Außenansicht. Ich gehe mal jetzt in die Innenansicht, da tue ich mich wahrscheinlich etwas leichter. Und tu mal 50 einloggen. Vielleicht sogar 55 mit dem Tempomat. Schauen wir mal, ob der mitfährt da vorne. Ja, aber so ist es wunderschön, aber es ist nicht so einfach zu fahren. Aber es ist Gewöhnungssache. Wenn nichts entgegenkommt, haben wir genügend Platz. Aber auf der Landstraße im Außenbereich zu fahren, schauen wir mal. Es kommt was entgegen. Hoppala, das wollte ich nicht. Wieder Polizei. Hier steht schon einer auf der Seite. Gucken wir mal in den Außenbereich.
quasi die Mitte der Mauer. Ja, okay. Das war der Außenbereich. Gehen wir mal in den Innenbereich, dann haben wir wieder keinen Schaden. Jetzt habe ich 3% Schaden. Aber das ist jetzt wurscht. Ich möchte es euch zeigen. Keiner ist perfekt. Ja, sobald man langsamer wird. Aber hier fahrt ja nur Polizei rum, also keine anderen Fahrzeuge fast. Also irgendwie ist das mit dem Mod scheinbar, oder mit dem DLC scheinbar verbunden. Okay, der wird auch, sobald man langsamer wird, wird das vordere Fahrzeug langsamer. Das ist gut. Und sobald man schneller wird, wird das vordere Fahrzeug auch schneller. Und er speichert auch öfters zwischen. Ja, aber gebt euch doch mal diese Gegend. Ich kann jetzt leider hier in diesen Kurven nicht so in die Außenperspektive gehen. Jetzt könnte man wieder gehen. Aber gebt euch doch diese schöne Gegend. Die haben wieder was an der Grafik gemacht, habe ich das Gefühl. Hier wird auch abgesperrt scheinbar. Oder sie stehen hier und warten. Ja. Aber herrlich. Ich möchte jetzt im Außenbereich fahren, dass ihr auch dies mitkriegt. Von der Strecke. Aber man sieht fast nichts durch die Kesselbrücke. Können wir fast in den Innenbereich auch wieder gehen. Sie haben scheinbar die Strecke ziemlich gesperrt, weil Gott sei Dank hier fast nichts entgegenkommt. Ja, ich fahre auf der verkehrten Straßenseite, aber das ist mir jetzt gerade egal. Wie gesagt, ich möchte, dass ihr die Fahrt in der Außenansicht auch genießen könnt, auch wegen der Grafik alles. Jetzt kommt einer entgegen. Wow, das Gegner Fahrzeug für Freunde fährt nach links rüber, um den abzubremsen. Das ist cool. Er fährt jetzt wieder nach links, um die anderen zu warnen. Er bleibt auf links. Aber gebt euch mal die Grafik hier jetzt. Das ist doch nur noch herrlich. Das DLC ist leider nicht kostenlos. Kostet, glaube ich, 5 oder 6 Euro. Aber ich glaube, das ist es wert. SCS hat da wieder einiges super gemacht. Oh, hier wird wieder abgesperrt von der Polizei. So, jetzt kommt ein LKW, müssen wir mal langsamer machen. Passt. Geben wir wieder Gas. Hier oben das Haus am Hang. Ja, sobald man schneller wird, wird er auch schneller. Das ist gut gemacht. Der passt sich wirklich den Geschwindigkeiten von dem Transport an.
Geht es nur nicht nach hinten, ne? Weil jetzt hier in diesen Kurven ist noch hinten gehen nicht gut. Diese Hänge, alles an der Seite. Hier oben wieder so ein Haus. Da oben eine Straße scheinbar oder irgendwas. Also ich versuche es euch ein bisschen zu zeigen. Okay, der wird langsamer, muss ich mal auf die Bremse. Jetzt passt es wieder. Aber ist doch herrlich gemacht hier, ein kleines Dorf. Wir sind jetzt hier mitten in den Alpen, ne? Auf dem Weg nach Innsbruck. Aber ist doch cool gemacht hier. Kommt wieder Gegenverkehr. Der fährt wieder rüber, warnt den Gegenverkehr. Der Gegenverkehr bleibt fast stehen. Aber hier fährt verdammt viel Polizei rum. Die kontrollieren wahrscheinlich, dass alles passt hier, wegen dem Schwertransport. So, wir fahren nach Österreich ein. Auf die Bremse gehen wegen den Kurven hier. So, dann schauen wir mal, dass wir die Kurven. Oh, Gegenverkehr. Gut rüberbringen. Und nochmal Gegenverkehr. Und jetzt geht es bergab, das merkt man. Ich bin mal kurz stehen geblieben, ja. Aber es ist hier nicht so einfach so zu fahren. Da bin ich mal gespannt, wie der Ablade oder die Abladestelle ausschaut. Was da dann passiert, ob da auch irgendwie, wie soll man sagen, ein Video läuft, dann wie das abgeladen wird oder so. Oder was dann da los ist. Oder man rückwärts einparken muss oder irgendwie einparken muss. Lassen wir uns überraschen. Mal das Radar damit einschalten, weil hier ist es bergab doch ziemlich schnell. Und sonst fahre ich den vorne drauf. Gegenverkehr. Aber so, ja, ich hoffe, ihr seht die Grafik auch. Aber sie wird immer besser hier beim ETS. Also ich muss sagen, Respekt SCS und an alle, die wo da mitmachen. Habt ihr super gemacht. So, jetzt kommen wir nach Innsbruck. So, wir müssen es etwas vorsichtiger fahren. Ich weiß nicht, das ist der Inn, glaube ich, bei Innsbruck. Aber müsste mich verbessern, bitte. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Wie der Fluss heißt, müsste ich noch schauen. So, wir haben noch 5 Kilometer. Da vorne steht auch die Polizei von Österreich und warnt schon mal vor, dass wir kommen. Aber es fährt hier verdammt viel Polizei rum. Kann vielleicht auch mit dem DLC zusammenhängen. Genau. Ah, wir fahren etwas außerhalb. Bin ich gespannt, wie gesagt, was an der Abladestelle dann passiert. So, was macht er jetzt? Linker setzen. Ah, er fährt nach vorne, dass sie gewarnt werden. Ich fahre hier rein. Hier ist ein Punkt. Schauen wir mal, was hier alles ist. Aha, hier erwarten sie uns schon. So.
Um das was auf. Ah, da kann man den Aufleger hinstellen. Es wird mir angezeigt, wo ich hin muss. Ah, okay, ich hänge. Ich habe zu früh eingeschlagen hier. Das muss man natürlich auch bedenken bei so einem Riesenteil. Aber gut. Ist gleich, wollte es euch zeigen. Ich habe jetzt das gelesen gehabt. Jetzt muss ich hier rüber. Hey, wake up. Wer soll aufwachen? So, dann bin ich gespannt, was dann hier passiert. Jetzt schauen wir mal, dass der Aufleger gescheit steht. Und dann drücken wir mal auf T. Wollte Gelblicht ausmachen. Und T, genau. Handbremse rein. Zufriedenstellen. Ja, gut, ich weiß. Ich habe natürlich jetzt die 3% durch das Außenfahren. Also, mehrere passiert doch nicht. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert sonst. Ah, okay, wir stehen mittendrin. Hier hinten ist ein normaler Trailer. Gut, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwo noch so Aufträge finden. Vielleicht hier sogar in Innsbruck, wo wir sind. Nein. Okay. Dann schauen wir mal. Hat es eine Nachricht gegeben, wo es die alle gibt? In welchen Städten? Linkburg, Nantes, Luxemburg, Dortmund, Prag, Berlin, Sheffield, München, Bratislava, Köln, Brüssel. Prag. Hey, wake up. Microphone muted. Sound muted. Entschuldigung, das war das TS. Aber ich habe es jetzt ausgemacht nebenbei. Was haben wir gesagt? Prag. Dann gucken wir mal, ob wir in Prag eine Garage haben. Dortmund hätten wir eine. Prag haben wir auch eine. Ich würde sagen, fahren wir mal nach Prag. Machen wir noch eine Tour. Aber das ist das. Man nimmt was auf und man sieht halt, dass dann im Hintergrund auch noch was läuft. Hätte ich vielleicht ausschalten sollen, aber ist jetzt auch egal. So läuft das. Dann reisen wir mal, wie gesagt, kurz nach Prag. Wir haben noch Tag, das passt. Dann gehen wir mal in den Frachtmarkt rein, was in Prag zu gibt. Nutzfahrzeugchassis, das hört sich doch gut an. Nach Nürnberg, 290 Kilometer. Da würde ich sagen, nehmen wir das mal an. Genau. Dann gehen wir mal in die Innenansicht wieder. Aber jetzt werde ich dann vielleicht etwas mehr in der Innenansicht fahren. Dann kann ich mich besser darauf konzentrieren. Und vielleicht auch mal eine ohne Schaden abzuliefern. Ja, wo müssen wir denn da hin? Okay, wir müssen etwas außerhalb von Prag in den Steinbruch. Na, das wird lustig werden, das da hochzubringen. Da bin ich ja mal gespannt, ob mir, Gott sei Dank, dass es nicht regnet, das da hochbringen. Aber lassen wir uns überraschen.
Davor zu, LKW. Wie ihr seht, war ich hier auch teilweise noch dicht. Okay, der will abbiegen. Sehr schön. Beide biegen ab. Ah, muss ich auch. Aber ich glaube, ich könnte jetzt hier während der Fahrt in den Außenbereich gehen. Aber das sieht ja auch nicht recht von mir. Gehen wir wieder in den Innenbereich, da kann ich besser fahren. Aber was wirklich schön ist, dass sie jetzt so Blitzer gemacht haben. Den muss ich mir dann mal anschauen, wie es dann ausschaut, wenn alles dran hängt. Ah, und neue LED oben drauf. Sie sind wirklich mal jetzt mit der Zeit gegangen und haben wieder mal was gemacht. Okay, die wollen abbiegen, sehr schön. Und dafür 50 fahren. Gehen wir mal 55 auf den Tempomat. Okay, hier darf man Gas geben. Schade, dass der neue Scania noch kein 4-Achser- oder 5-Achser-Chassis hat. Das wäre natürlich jetzt hier perfekt gewesen für das neue DLC. Was ist denn hier los? Fahren wir mal mit 85, was man ist, zu dieser Aufladende-Aufnahmestelle. Aber wie gesagt, ich habe das DLC mir gestern auch gleich geholt. Und es sind einige Neuerungen drin, sehr schöne. Und ich glaube, dass die auch jetzt wieder was an der Grafik gemacht haben. Aber kann sich auch bloß meine Meinung sein. Da wird der Bahnübergang rot. Ja, dann schauen wir mal, was in der nächsten Zeit auf uns noch zukommt. Ich wüsste jetzt keine Neuerungen vom den SCS, ob da was kommt oder nicht. Lassen wir uns überraschen, ob dieses DLC im Multiplayer kommt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, mit den ganzen Begleitfahrzeugen, dass das so hinhaut, auch mit der Polizei, weil wenn man irgendwo fährt, die Polizei sperrt ja ab und dann kommt einer, der den normalen Frachtmarkt hat oder nicht so einen Schwertransport macht und der muss dann praktisch warten und so gut wäre auch nicht in Ordnung. Aber dann gibt es auch wieder, wenn einer kommt und der von der anderen Seite kommt mit so einem Schwertransport, wer hat Vorfahrt? Das ist das Nächste. Also ich kann nicht sagen, ob die dieses DLC in den Multiplayer auch bringen. Und dann ist es auch die Frage, bringen Sie die Warnlampen mit rein? Weil die Warnlampen oder Gelblicht, das sind ja im Multiplayer nicht so gut. Von dem her, weil wenn mehrere aufeinander sind, dann brauchen die auch, was ich mitbekommen habe, ziemlich viel Ressourcen, ne? Und da kann es auch sein, dass es deswegen mal ruckelt. So. Wir haben dann auch nicht mehr weit zur Aufnahmestation. Wir müssen jetzt hier in den Steinbruch rein. Genauso bin ich gespannt, ob die von der ProMods oder auch von der TSM-Mod jetzt noch wieder nachziehen. Weil ich wollte das gestern auf Abend noch kurz auf der ProMod antesten. Aber bei mir ist die ProMod nicht mehr gegangen. Entweder, wie gesagt, auch durch andere Mods. Was ich nicht weiß, das muss ich mal ausprobieren, die Mods einzeln reinnehmen. Oder auch durch dieses neues Update, was SCS gemacht hat und durch das DLC, das ist möglich. Das muss ich noch alles rauskriegen. Aber ich schätze mal, dass die Pro-Mods eventuell auch bald da sind und neue Updates bringen, hoffe ich doch, dass es das auch wieder hinhaut dann. Weil es wäre doch auch cool, diese Schwertransporte dann auf der Pro-Mods mal zu fahren. Finde ich persönlich. Genau, wir sind jetzt gleich da.
Dann fahren wir noch eins, dann haben wir mal ein bisschen längeres Video heute wieder. Oh, hier vibriert es ganz schön. Ein bisschen langsamer fahren. Dann bin ich ja mal gespannt. Oh, da ist ein riesengroßer Steinbruch. Hier war ich noch nicht. Hier sieht man auch wieder das neue Symbol. Eingabe. Frachtmarkt. War das nicht schweres technisches Teil? Okay, dann nehmen wir dieses technische Teil. Ich habe gedacht, dass das vorher hat es doch geheißen, dass da ein Schwertransport vom anderweitig ist. Ja, ist ja egal, nehmen wir den da. Aha, man kommt jetzt in die Nacht rein. Das wird wahrscheinlich alles gemacht von den Zeiten her. Sogar in der Nacht damit Licht an alles bei der Festspannung und Verzurrung und Licht wird kontrolliert. Okay. Gut. Dann fahren wir mal fort. Gelblicht ein. Licht haben wir an. Schauen wir mal nach außen nochmal. Kontrollieren selber alles. Spanngurte sind fest. Ah, das mit dem Blitzer schaut doch cool aus. Kann man leider noch dieses V nicht machen, aber das kommt doch auch nicht schlecht. Wäre halt noch schöner, wenn die Blitzer vielleicht in die Mitte gesetzt werden können oder man dieses V noch fertig machen könnte. Aber man kann leider so bloß setzen. Aber vielleicht kommt das alles noch. Gut, dann würde ich sagen, Gang rein, fahren wir mal. Aber jetzt ist nicht ganz unten, ne? Das ist schon mal ein Vorteil. Weil wenn man das gerade von ganz unten hochziehen müsste, wir schauen mal, wie viel. 44 Tonnen. Wenn man das von ganz unten hochziehen müsste, ich glaube, wäre etwas schwer. Aber manche LKW schaffen, aber vor allem wenn es regnet, glaube ich, würde es das nicht hochbringen. Oder ganz, ganz, ganz schwer. Fahren wir jetzt hier mal nicht zu schnell mit dieser Fracht. Sind 288 Kilometer. Ich lasse jetzt mal den Advisor drin. Normalerweise tue ich ihn raus. Und dann gucken wir mal weiter. Was hier auf der Straße dann auch passiert, wie es weitergeht, wo die Einsatzfahrzeuge entstehen, die zugehörigen Fahrzeuge, lassen wir uns überraschen. Also ich bleibe jetzt diesmal in der Innenansicht, kann ich etwas schneller fahren auch. Aha, da ist schon der Erste, der entgegenkommen würde und wartet. Da vorne kommen wir dann auf die Straße. Gut, wir sind auf der Straße, aber auf die Hauptstraße, nicht die, wo zum Kiesgrube führt. Doch kurz mal die Außenansicht gehen für euch, dass ihr euch das anschauen könnt. Jetzt geht es hier, wo ich langsam bin. Ah, okay, da unten haben sie komplett abgesperrt für mich. Das schaut doch cool aus. Ich glaube, da werde ich jetzt mal kurz stehen bleiben. Schaut euch das an. Drei Fahrzeuge, einer fährt schon los. Polizei, alles dabei. Das ist doch cool. Gut, gehen wir mal in die Innenansicht, dass wir rüberfahren können und dann, oder besser gesagt, bleiben wir mal. Hier wird abgesperrt, hier kommt nichts. Sehr schön. Die warten alle. Jawohl, der fährt mit. Sehr schön. Dann gehen wir mal in die Innenansicht jetzt. Das haben wir ja schon gesehen von den Fahrzeugen. Und geben mal Gas, dass wir wieder weiterkommen. Die Kontrolle
Kreuzung wieder frei machen. Ja, man merkt schon, dass der Scanner zwar die Kraft hat, aber die Kraft nicht hundertprozentig rüberbringt, scheinbar. Und deshalb doch dahin einiges an Gewicht hat. Die Ladung 45 Tonnen, oder wie viel habe ich gesagt? 44? 44 Tonnen. Ja, weil auch ein Actros wahrscheinlich oder ein Volvo oder ein DAF würden hier wahrscheinlich erstmal seine Zeit brauchen, um wieder auf Geschwindigkeit zu kommen. Schauen wir mal, ob der mit 60 mitfährt. Tempomat auf 60, ob er da mitmacht da vorne. Ja, passt. Dann lassen wir jetzt mal mit Tempomat 60 laufen. Dann geht's dahin. So, dann probieren wir vielleicht doch noch mal ein bisschen auf die Außenperspektive, dass ihr mal was seht. Hier hinten ist das Begleitfahrzeug. Ups. Genau. Ihr wollt ja was von der Frucht sehen. Die neuen LED-Lichter sind schon nicht schlecht, also gefallen mir gut. Aber bin ich mal gespannt, ob sie diesen Multiplayer mit übernehmen, ob man den Multiplayer fahren darf. Ja, Multiplayer geht im Moment eh nicht mit diesen Neuerungen. Die müssen sie erst auch wieder updaten, alles. Bin ich mal gespannt, wann der wieder hinhaut. Naja, dann lassen wir es überraschen, was alles passiert und was alles gemacht wird. Das werden uns die nächsten Tage dann zeigen. Aber das ist ja auch eine schöne Gegend. Die vorher war zwar schöner mit den Bergen und das Ganze, aber hier ist auch nicht schlecht. Uiuiui, der war ein bisschen zu schnell in die Kurve gegangen. Genau, aber jetzt kommen wir in die Nacht. Ich gehe jetzt wieder in die Innenperspektive. Da ist es besser, glaube ich. Berg braucht ein bisschen, Tempomat jetzt auf 60. Dann lassen wir schön gemütlich dahin rollen. Wir sind nicht auf der Autobahn, wir sind auf der Bundesstraße, deswegen dürfen wir auch nur 60 fahren. Gegenverkehr. So, jetzt hat er nicht rechtzeitig. Oder bleibt auf der Geschwindigkeit. Das wäre fast bei dem Vordermann drauf gefahren. Aber merkt halt schon, dass 44 Tonnen auch schieben. Hinten ist scheinbar eine schöne Schlange auch.
Wird zumindest ein paar Fahrzeuge mit hinten dran, wenn man das jetzt richtig in den Spiegel hinten sieht. Ja, also man merkt, dass es Überbreite ist. Man sieht nicht mehr so nach hinten. Genau. Er bremst voll den Gegenverkehr aus. Das merkt man schon. Wahnsinn, dass der runtergeht. Oh, okay. Habe ich irgendwas gestreift, scheinbar? Was hätte ich jetzt gestreift? Also jetzt habe ich nichts gesehen, was ich gestreift habe, aber naja. Ist halt mal so. Die sagen, es ist so und dann ist es so. So, da kommt ein Bahnübergang mal auf die Bremse. Falls er. Ja, wir müssen stehen bleiben, scheinbar, weil er langsam wird. Die Kurve mal auch ein bisschen langsamer nehmen hier, weil hier sind auch Straßenlaternen, dass wir da nicht nochmal anfahren. Okay, Bahnübergang ist frei. Wir können drüber. Haben sie den extra für uns gesperrt, scheinbar? Dass keiner kommt, den Zug aufgehalten, weil da einer von der Crew dort gestanden ist. Müssen bloß aufpassen wegen den Laternen. Vielleicht hat die vorher irgendeine Laterne oder irgendwas gestreift. So, dann haben wir nur noch 143 Kilometer. Hier geht es bergab. Tun wir mal den Retarder mit rein. Ah, es geht mit auf die Autobahn scheinbar. Bin ich aber gespannt, ob sie uns die Autobahn wieder sperren. Oder zumindest die Auffahrt mit absperren. Auf der Autobahn kann ich ja dann jetzt erstmal probieren, auf die Außenperspektive ein bisschen zu gehen. Ja, Polizei steht schon unten. Sogar an zwei Stellen. Okay, der vordere Fahrzeug waren andere Teilnehmer. Sehr schön. Okay, fahre ich jetzt mal auch. Was wird jetzt passieren? Jetzt bin ich gespannt. Bei dem Verkehr. Der bleibt stehen, okay. Muss ich auch stehen bleiben. Auf das hintere Fahrzeug warten, mitten auf der Autobahn. Schauen wir mal, was passiert, ob das hintere Fahrzeug kommt. Ja, der hat noch abgesperrt. Jetzt kommt er und jetzt können wir wieder weiterfahren. Kann ich ja jetzt mal schauen. Die Polizei steht noch unten. Das hintere Fahrzeug ist dran. Man sieht es hier leider jetzt nicht so. Genau, dann geben wir mal Gas. Okay, er staut sich hier auch schon.
Aha, Schwertransport hat automatisch 60 auf der Autobahn, wie ihr seht unten. Ja, ich gehe doch mal in die Innenperspektive, dann ist es einfacher zu fahren. Genau. Dann nehmen wir mal den Standstreifen mit, damit wir die hinteren Verkehr trotzdem noch zwei Spuren lassen und nicht zu sehr die Autobahn blockieren. Also man merkt den Rüttelstreifen und ich bin etwas auf der Standstreifen, also deswegen wegen der Überbreite. Weil dann können die auf der mittleren oder auf der ganz linken Spur vorbeiziehen, auch die LKWs. Wie ihr seht, der erste ist eh schon dran, das zu machen. So, mal Tempomat auf 60 einstellen. Oder lassen wir die letzten 88 Kilometer laufen. Ich hoffe, es gefällt euch, dass ich euch das zeige. Genau, jetzt hier auf der Autobahn bleibe ich aber in der Innenperspektive. Weil das ist dann doch ein bisschen mit diesen Fahrzeugen zu heftig. Oder ich kann es mal probieren, aber nicht, dass wir dann einen Unfall bauen. Hinten das Begleitfahrzeug, ja, das habe ich mir fast gedacht. Genau. Oh, hier. Schön, hier ist nochmal ein Fahrzeug, das anzeigt, wo ich hin muss. Auch nicht schlecht. Nicht, dass ich in den Gegenverkehr als Geisterfahrer fahre. Haben sie schön gemacht. Also, so kleine Gimmicks drin zum Lachen dann auch. Und das auch. An sowas zu denken ist auch nicht schlecht. Weil es könnte ja sein, dass man dann geradeaus in den Gegenverkehr auf die andere Fahrbahn fährt. Dann ist man Geisterfahrer. Aber was mir so ein bisschen abgeht, sind halt die Mods wie vom Chassis Cats und das, die anderen LKWs und so weiter, die Abwechslung. Aber ich hoffe, dass das auch bald wieder hinhaut. Muss ich mal ausprobieren. Ob die Jazzy Cats Mod vielleicht gehen. Ich habe jetzt hier auf gar keine Mods gemacht, dass ich euch das auch zeigen kann, weil ich da gewusst habe, das haut hundertprozentig hin. Wie gesagt, ich habe es gestern ganz kurz angetestet. Und auf den Pro-Mods hat es nicht hingehauen. Und deswegen bin ich jetzt so gegangen. Ich muss es noch weiter ausprobieren. So, jetzt wird es dann wahrscheinlich heißen Spurwechsel. Bin ich mal gespannt, was dann passiert. Weil wir auf die linke Spur müssen. So, dann darf ich wahrscheinlich auch rüberfahren. Genau. Die Fracht ist zwischen den Begleitfahrzeugen zu halten. Habe ich doch. Hoffe ich doch. Genau, es ist nicht so einfach zu fahren. Ah, da vorne steht wieder die Polizei wegen dem Kreuz. Der vordere Dings fährt jetzt weg und warnt die vor. Okay. Spurwechsel steht bevor. Wenn er rüberfährt, fahre ich auch rüber. Geschwindigkeit anpasse. Passt. Da geht's weiter. Jawohl, das haut doch richtig gut hin. Also mir gefällt das DLC. Das ist mal wie ein Realismus, richtige. Uiuiuiui, mal langsamer fahren. Wie, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Wie im Realismus, mal vorne hinten Fahrzeuge. Du musst aufpassen. Also ist richtig schön. Wir müssen jetzt eh abbiegen.
Hab bloß so 24 Kilometer nach Nürnberg. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal mit dem Spiegel das an. Ja, wir sehen das andere Fahrzeug. Was halt auch cool wäre, im Moment sind es bloß so kurze Distanz, ne? Vielleicht auch mal eine längere Strecke über 1200 Kilometer oder sowas zu fahren, aber sie werden halt jetzt eine Stadt nach der anderen wahrscheinlich erst einbauen. Jetzt erstmal ein paar Städte gemacht, dann werden sie halt eine Stadt nach der anderen wahrscheinlich einbauen. So, ich muss jetzt hier fast in der Mitte bleiben, weil sonst fahre ich an dem Leitplanken an. Da vorne sehe ich auch schon wieder einige meiner Fahrzeuge mit Blinker stehen. Aber ohne Gelblicht. Ja, Polizei, alles da. Die Fracht, ja, ist schon klar. Aha, da haben sie irgendwas die Schilder abgenommen oder so. Auch ein schönes Gimmick. Fahrzeug von den Schildern. Hier steht die Polizei. Und warnt vor. Ja, da merkt man, dass scheinbar hier solche Schwertransporte mit Genehmigung und der Polizei einfach bei Rot und Grün drüber fahren dürfen. Das ist auch was Neues, das habe ich auch noch nicht gewusst. Da vorne blinkt und blitzt es auch schon wieder blau. Ja, und es gibt bestimmte Routen, wenn man von der Route, die man nur fahren darf. Man muss der Route hinterher. Man darf nicht davon abweichen, das ist ja in echt auch so. Was sonst hat man ein Riesenproblem. Aha, zwei Polizeifahrzeuge. Wir kommen rum, ist sehr schön. Hier auch wieder. Also das haben sie wirklich schön gemacht, aber es sind verdammt viele Leute im Einsatz für so einen Schwertransport. Das merkt man erst so richtig. So, der fährt jetzt rüber, macht frei. Ah, cool. Oje, wie soll man hier einparken? Das wird lustig werden. Mal die Außenansicht schauen. Ah, okay. Einfach hier rüber. Okay. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Müsste hinhauen. Ja, zufriedenstellen. Das waren zwei Kratzer, die wo ich jetzt nicht mitbekommen habe, wo ich angefahren bin. Aber das ist mir jetzt auch egal. Genau. Dann schauen wir mal nochmal zum LKW. So, gut. Und haben wir jetzt zwei Frachten abgeliefert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Genau. Falls ja, lasst einen Daumen oben da. Falls nein, gibt eine Daumen nach unten, schreibt aber bitte in die Kommentare rein, warum und wieso. Auf das, dass ich mich verbessern kann, dass ich weiß, warum. Genau. Dann hoffe ich, wie gesagt, dass es euch Spaß gemacht hat. Dann ist es heute wieder für heute wieder zu Ende. Das DLC, wie gesagt, bekommt ihr bei Steam. Du musst auch schauen, ob es woanders da noch zu bekommen ist. Aber Steam weiß ich sicher. Ich glaube 4,99 oder 5,99. Müsst ihr nachschauen. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Livestream wieder oder auch beim nächsten Video von mir. Bye bye. Tschüss.